Wo liegt der Unterschied zwischen dem Projektmanagement nach IPMA, PMI, PRINCE2 oder auch Scrum? Was steckt hinter dem vierstufigen Zertifizierungssystem der IPMA? Wie ist das zugehörige Ausbildungssystem aufgebaut und was hat das alles mit Karriere, Karrierepfaden im Projektmanagement zu tun? Mehr davon erfahren Sie hier. Das Projektforum. Hallo, mein Name ist Andreas Frick. In diesem Video soll es darum gehen, einmal die Unterschiede herauszuarbeiten zwischen dem Projektmanagementansatz der IPMA, dem internationalen Dachverband von über 70 nationalen Verbänden des Projektmanagements und den vielen anderen Ansätzen, dem Ansatz der Amerikaner zum Beispiel, des dortigen Project Management Institutes, PMI, dem britischen Ansatz PRINCE2, Project in Controlled Environments, der durch das Beratungsunternehmen Axelius heute weiterentwickelt wird, oder den vielen agilen Ansätzen der Projektarbeit, zum Beispiel dem populär gewordenen Scrum. Hinter all diesen Ansätzen liegen Ausbildungs- und Zertifizierungsverfahren, die in der heutigen Zeit für jeden in der beruflichen Praxis immer wichtiger werden. Auf welches Pferd soll man nun setzen? Die Ansätze unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht. Ein erster zentraler und grundsätzlicher Unterschied besteht in der Kompetenzorientierung des IPMA-Ansatzes einerseits und der Regelorientierung anderer Ansätze andererseits. Das PM-Book des PMI ist eine prozessorientierte Ausarbeitung zum Ablauf des Projektmanagements. Projekte sollen demnach idealerweise nach diesen Regeln bearbeitet werden. Es handelt sich um einen normativen, regelbasierten Ansatz, der seine Wurzeln in den USA hat. PRINCE2 zählt ebenso zu den regelbasierten Ansätzen. Hier wird noch deutlicher in einer Art Vorgehensmodell des Projektmanagements beschrieben, wie vorzugehen ist, welche Ergebnisse zu erreichen sind und wie einzelne Projektphasen abzuschließen sind. Und ebenso kann die Arbeitsmethodik Scrum zu den regelorientierten Ansätzen gezählt werden. Hier werden sehr deutlich klare Regeln zu Rollen, Arbeitsergebnissen und Arbeitsmodi gegeben, die so anzuwenden sind. Aber auch weitere Ansätze, wie zum Beispiel die DIN- und ISO-Normen zum Projektmanagement, zählen ganz klar zu den regelorientierten Ansätzen. Der IPMA-orientierte Ansatz hingegen ist ein kompetenzorientierter Ansatz. Hier wird weniger das Befolgen von normativen Regeln in den Vordergrund gestellt, als vielmehr die Fähigkeit, Regeln für ein Unternehmen oder ein Projekt entwickeln oder adaptieren zu können und diese dann auch anwenden zu können. Dies zeigt sich insbesondere in der Kompetenz Project Design, eine Art Metamethode zur Bestimmung eines individuellen Handlungsansatzes für ein konkret vorliegendes Projekt. Der Projektmanager soll in den 28 Themen der ICB Kompetenzen aufweisen und in der Lage sein, den jeweiligen Handlungsansatz, die Anwendungsform, die Ausprägung des Projektmanagements auf das Projekt, die Situation hin und die Aufgabenstellung hin auszurichten. Dahinter steckt letztlich die Überzeugung, dass es einen einzigen Lösungsweg für alle noch so unterschiedliche Projekte und Organisationen gar nicht geben kann. In der Praxis müssen der Projektmanager und die Unternehmensleitung ihr Handeln auf die jeweilige Situation hin ausrichten. Eine Grundhaltung, die von neueren Forschungsergebnissen untermauert wird und die dem erfahrenen Praktiker präsent ist. Eine fest definierte Vorgehensweise für ein Projekt oder ein definiertes Vorgehensmodell findet sich daher im IPMA-Ansatz nicht. Wohl aber die Erwartung, dass die Projektleitung sich in vielen unterschiedlichen Ansätzen auskennt und in der Lage ist, einen erfolgsversprechenden, konkreten Ansatz für ein Projekt zu gestalten. Denn in verschiedenen Branchen und je nach Projektart muss unterschiedlich vorgegangen werden. Woher kommt das? Der kompetenzorientierte Ansatz der IPMA hat seine Wurzeln in Europa und der dortigen Kultur. Er ist deshalb eher für die Europäer geeignet als der regelbasierte Ansatz des PMI. Hingegen ist in den USA der regelbasierte Ansatz von großer Bedeutung. Europäische Unternehmen, die stark mit amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten, werden sich auf diese Vorgehensweise einstellen müssen. Dies alles hängt stark mit der jeweiligen Arbeitskultur, der Geschichte zusammen, aber auch mit den unterschiedlichen Bildungssystemen. Nun, es gibt weitere Unterschiede. Ein weiterer liegt
in den behandelten Inhalten und Themenstellungen. Während das PMI, PRINCE2, aber auch die agile Arbeitsmethodik Scrum sich im Schwerpunkt lediglich auf die Methoden des Projektmanagements konzentriert, geht der Ansatz der IPMA weiter. Hier werden ebenso alle relevanten soziale Kompetenzthemen mit einbezogen, all das, was eine Führungskraft im Projektmanagement benötigt, um Menschen erfolgreich zu machen. Ebenso werden sogenannte Kontextthemen aufgeführt. Das sind all die Dinge, die im Umfeld des Projektes liegen und dort zu betrachten sind. Zum Beispiel das Thema Strategie der Organisation, die Governance der Organisation oder auch die Regelung zum Compliance. Und ebenso das heute sehr wichtige Thema der Kultur. Zu den Inhalten werfen Sie einmal einen Blick in die Individual Competence Baseline oder natürlich auf Deutsch die National Individual Competence Baseline NCB 4.0. 28 Themenfelder, in denen die Projektleitung heute Kompetenzen aufweisen soll, um Menschen wie auch Projekte und letztlich die Organisation erfolgreich zu machen. Hierzu können Sie sich gerne einmal den Film anschauen, Was ist Projektmanagement? Der kompetente Projektmanager nach IPMA kann neben anderen Ansätzen auch den PMBOK Guide des PMI für sein Unternehmen adaptieren und agile Methoden der Projektarbeit geschickt zu hybriden Ansätzen kombinieren. Dies durch Kompetenzentwicklung zu ermöglichen und zu gewährleisten. Das ist die Zielsetzung des IPMA-Ansatzes. Nun, die Ansätze unterscheiden sich noch in weiterer Hinsicht. Hier verweise ich gern auf meinen Kollegen Professor Michael Gessler, der das in einem wunderbaren Aufsatz einmal in der Einleitung des PM3 zusammengefasst dargestellt hat. Doch was hat das alles mit Karriere und Karrierepfaden im Projektmanagement zu tun? Und wie sehen die Zertifizierung der IPMA konkret und die zugehörigen Ausbildungsgänge eigentlich aus? Dies stelle ich Ihnen gern in den folgenden Videos dar. Mein Name ist Andreas Frick. Viel Erfolg in Ihrem Projekt. Das Projektforum. Wir machen Deutschland fit für die Projektwirtschaft.